Leute, herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. The Whispered World. Mann, und zu meine Zunge erstmal so zwischen. Und zwar ist mir was aufgefallen. Wir haben mit Spotty nichts gemacht hier. Komm mal her, Spotty. Spot. So. Zum Mal nehmen und dann. Das könnte klappen. Komm mal her, Spot. Und hepp. Ja, genau. Und damit können wir. Ja, ihr habt recht gesehen. Baum. Boom. Ja, und mit Hirschraum können wir Herz abkratzen. So. Genau. Hart können wir endlich das zusammenbasteln. Wie geht? Jetzt klebt das Gebiss. Und damit meine ich mehr als vorher. Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Nicht schlecht. Noch lange nicht fertig, aber für den Anfang. Nicht fertig? Das will ich nicht aneinander kleben. Das wäre überhaupt nicht gruselig. Nein, ich will mein Kunstwerk nicht kaputt machen. Nein, ich will... Die Schildkröte würde gut zu meinem kleinen Kunstwerk passen. What? Zweiköpfiges Monster? Okay. Dann gehen wir mal wieder zu diesem Kleinen da. Hi. Wir haben was Tolles wie die hier. Bitte nimm es mit Herzen an. Willst du tauschen? Er scheint ganz versessen auf dieses rote Ei. Was ist das Monster denn sonst? Nein, es ist gruselig genug, so wie es ist. Nein, ich will mein Kunstwerk nicht kaputt machen. Sonst kann ich nichts machen. Aber was soll ich denn jetzt mit das Monster machen? Ben. Happy Birthday, Ben. Ben. Einfach tolles für dich. Ich hab da was für dich. Ein Nasgiel! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Hey, stopp mal! Was fingerst du da hinter meinem Rücken an der Wäsche rum? Lass das gefälligst. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Ich hab da was für dich. Ein Nasgiel! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Werde ich schön immer. Die lasse ich lieber hier. Sie halten die Mücken. Das fand ich auch. Warte mal, was hat er gesagt? Ich hab da was für dich. Ein Nasgiel! Kann ja sein, dass wir irgendwas. Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Hey, stopp mal! Was fing? Lass das, du machst ja. Warte, dann mache ich das anders. Dann werde ich ihn wieder. Ich hab da was für dich. Ein Nasgiel! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Ich habe ihn weggenommen und jetzt? Sehr witzig. Fand ich auch. Das ist ein Ball. Okay. Okay. Klein Bubu. Warte mal. Hat er beide immer schon? Hier. Kannst du ja tauschen. Willst du tauschen? Ja? Gegen diesen tollen roten Ball hier? Na, wenn das so ist, dann fang!
Das hat er jetzt nicht gemacht. Okay, und mit den Y-Ei muss ich da vorne hin, oder? Zu Opa, oder? War viel später. War das das? Nochmal. Du, Opa, haben wir noch Köder für die Feuerdrachenfalle? Leider nein. Ich habe die letzten Hai-Eier für ein Omelette. Okay, das heißt... Okay. Ich mag keine Feuerdrachen, aber noch weniger mag ich es, Bruno im Dunkeln vor die Wohnwagen zu spannen. Die Feuerdrachen sind sicher auch nicht gerne eingesperrt. Es ist eine typische Lose-Lose-Situation. Du, Ben, kann man Feuerdrachen eigentlich essen? Was? Himmel, nein! Das weiß man doch. Dein Magen würde explodieren. Wo ist der Unterschied zu Opas Petroleumsuppe? Das ist kein Scherz, Sedwick. Sehe ich so aus, als würde ich scherzen? Wie auch immer, es ist keiner. Sedwick, nicht! Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Oft. Bist du denn lebensmüde? Wie kommst du denn darauf? Kann ich jetzt Opa das beichten? Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Ja, er hat nichts Neues, okay. Oh. Weißt du was? Ich schlage es einfach selbst. Ja, ich höre. Ja, ja. Sag mal, frag. Ah. Also, weißt du was? Ja, ich höre. Mann! Bis später. Kopf hoch. Okay. Jetzt könnten wir doch eigentlich uns selber schießen, oder nicht? So. Und zwar zum Baum. Aber wir waren noch nicht in die Höhle. Wir haben aber nichts, ne? Weder das, dies, das. Ich glaube, da kommen wir später. Okay, jetzt muss ich doch hoch können, oder nicht? So. Jetzt haben wir einen Fallschirm. So. Einmal da im Baum, bitte. Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und... Oh je, ich muss lebensmüde sein. Die Hose könnte ich als Fallschirm benutzen. Mein Kanonenrohrtrick ist fast komplett. Das Loch ist bereits vollkommen verstopft. Dann ab rein damit mit dir. Einen Spucknapf hätte ich mir auch mit weniger Aufwand basteln können. Die Mütze passt perfekt. Dann ab rein damit. Hä? Willst du denn irgendwas machen? Kann ich nicht wieder, ne? Nein, die liegen hier gut. Okay. Und wie bekomme ich euch jetzt angezündet? Ihr braucht mir nicht zu helfen. Ich krieg's auch so raus. Ja, genau das ist die Frage. Das ist Wahnsinn. Das kann unmöglich klappen. Aber was soll's. Schlimmer kann's wohl kaum noch werden. Streichhölzer wären nicht schlecht. Catcher? Hier fehlt nur noch Feuer. Aber wo kriege ich denn Feuer her? Was ist diese Lampe da, oder? Das ist Wahnsinn. Das kann aber was... Ja. Ein Stock vielleicht? Messer? Bisschen reiben? Vielleicht? Hier fehlt nur noch Feuer. Feuer, ich dir gleich eine. Das wolltest du sagen, ne? Mann, wo finde ich jetzt Feuer? Feuerabend, wie das duftet. Heftig, wird sich gut. Okay, kriegen das immer noch nicht hin. Wir müssen den zum Anzünden bringen. Warte, was ist denn, wenn man... Irgendwie muss man doch in die Höhle rein. Da. Hi. Bomben?
Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Messer geht ja auch nicht, angeblich ist das stumpf. Hier. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Schaufel. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Wie kommt man denn da durch? Schatöde. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube... Nee, ich glaube, hier sind fest. Pilz kann man nichts machen, ne? Spot vielleicht? Hey Spot, ich habe eine Idee. Du könntest doch den Köder spielen und, ja, weiter, aber man kann... Okay. Sonst nichts. Okay, tschüss. Was ist denn hier? Was denn mit den Toten? Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Ach Quatsch. Sorry für das Geknister. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Ach Mann, mach dir kein Ding. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Geht doch noch. Hier ist einer versteckt. Okay. Das hat nichts zu bedeuten. Denk mal die anderen dann auch nicht. Aber wo kriege ich jetzt Feuer her? Da komme ich auch nicht durch. Was ist denn, wenn ich den nehme für Ben und dann ins Feuer? Ich habe da was für dich. Hä? Mein Nasgier! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Sehr witzig. Fand ich auch. Mist. Also, Herr Drache, vielleicht. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz... Ich brauch das Feuer irgendwie in drin. Warte mal, vielleicht. Sedwick, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Okay. Sedwick, wie manchmal... Ach was. Wir sind zwar nicht schnell genug. Ich hab da was für dich. Ein Nasgier! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Schnell, schnell, schnell. Sehr witzig. Fand ich auch. Okay, nee, dann sagt er direkt sehr witzig. Mein Gehirn qualmt. Wir kommen nicht in der Höhle rein, wir kommen da nicht an die Feuerdrachen. Hier gibt's nichts, wir können kein Gefäß nehmen. Apropos, hat er die Schüssel weggenommen? Ja, er hat die weggeworfen. Okay. Jetzt frage ich mich, wie ich mir diese Feuerdrachen bekomme. Oh, eigentlich wollte ich diesen Part eigentlich mich schon wegkatapultieren, aber... Okay, da haben wir alles erledigt. Warte mal, vielleicht die Steine irgendwas beichten. Wir haben ja gelernt, dass wir öfters sprechen. Hallo, sollen. Ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Nee. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind... Okay, aber sonst haben wir noch keine getroffen, ne? Nichts machen. Nee, sieht sehr. Was ist denn mit der Zunge eigentlich? Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Was hat das denn bedeuten, die Zunge? Wappen. Und wo ist der Flüsterstein?
Hier kann ich sonst auch nichts machen, oder? Nö. Ah, Mann. So. Bin echt zu dumm für so eine Klicken Point Game. Da. Was denn, wenn ich wie hier hingehe? Achso, dann komme ich wieder hier, okay. Baum? Dies muss der Baum sein, den Bobby meinte. Er überragt alle anderen Bäume in der Umgebung. Aber wie soll ich da nur raufkommen? Ich kann doch nicht klettern. Der Baum erinnert entfernt an Opas Baumkuchen. Und er ist genauso holzig. Lecker. Toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Hat das was gebracht? Ich glaube nicht, ne? Okay. Hier sonst auch nichts. Ufer überhaupt nichts. Rechten See, Insel. Nein. Zirkus auch nichts. Höhle. Ja, es muss doch irgendwas damit zu tun haben, oder nicht? Ich bin noch nicht. Naja, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis dann.